Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer Herzmenschlegung, diesmal aber ganz speziell auf die einzelnen Tierkreiszeichen. Also wenn dein Herzmensch im Sonnen-, Mond-, Mars-, Venus- oder Aszendentenzeichen die Stierenergie hat, dann könnte diese Legung wichtige Informationen für dich enthalten. Bedenke aber bitte, es ist eine allgemeine Legung. Das heißt, die Energien können, müssen aber nicht auf dich zutreffen. Wir schauen auf die aktuelle Hauptenergie zwischen euch. So kannst du gleich schauen, ob die Legung für dich stimmig ist. Dann schauen wir, was denkt und fühlt dein Gegenüber in deine Richtung aktuell und was kannst du innerhalb der nächsten 4 Wochen von deiner Stierenergie in deine Richtung erwerben. Okay, was ist hier die Hauptenergie? Was ist die Hauptenergie für all diejenigen, deren Herzensmensch Stierenergie in sich hat? Was ist die Hauptenergie? So, da haben wir sie schon. Die Hauptenergie sind die drei der Schwerter. Eieiei. Irgendeine Entscheidung wurde hier getroffen, eine schmerzvolle Entscheidung, auch eine schmerzhafte Erkenntnis. Vielleicht hat man sich hier getrennt, man hat eine Entscheidung getroffen, wo man wusste, sie ist notwendig, auch wenn sie schmerzhaft ist. Ne? Also es geht ja ganz klar um eine sehr kummerbehaftete Energie. Und an der Unterseite die 5 der Schwerter steht hier für Konflikte, für Streit, ja, für irgendetwas, was meines Erachtens nach hier wirklich so ein bisschen im Kriegsfeld ähnelt. Also hier muss irgendwie echt was Schmerzhaftes passiert sein. Erkenntnis, Entscheidungen, krasse Kommunikation. Was haben wir denn hier bei dem Tarot? Was kommt danach? Ach, das gibt's ja nicht. Wieder die 5 der Schwerter. Eieiei. Was ist denn hier mit dem Stiermensch los, ihr Lieben? Was habt ihr denn hier erlebt? Was haben wir an der Unterseite? Die Mäßigkeit. Ja, ich glaube, Heilung ist ja ganz, ganz wichtig. Also Hauptenergie, wirklich Konflikte, schmerzhafte Erkenntnisse, schmerzhafte Entscheidungen, Liebeskummer, Herzschmerz. Eieiei. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, jetzt ist aktuell auch so eine Heilung. Also ich glaube jetzt hier nicht, dass jetzt hier tatsächlich unbedingt Kontakt gerade da ist. Also hier muss man wirklich heilen. Ne? Das Schöne ist, die Karte 3 der Schwerter aus dem Tarot, was kommt danach? Da fängt auch schon bereits die Heilung an. Und hier hat man ein Schlachtfeld verlassen. Vielleicht ging es ja auch um drei Personen. Wir haben hier die drei, wir haben hier drei Personen. Vielleicht ging es hier wirklich darum, dass etwas erkannt wurde. Auf jeden Fall ist hier eine ganz konfliktreiche Energie. Also irgendetwas. Aua, ihr Lieben. Mensch, was denkt da die Stierenergie denn aktuell in deine Richtung? Was denkt die Stierenergie aktuell in deine Richtung? Die 10 der Münzen. Ja, ich glaube, hier hat trotzdem jemand deinen Wert erkannt. Ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Ihr münzt euch das um. Auf jeden Fall hat man auf der Gedankenebene, welchen Wert du eigentlich hattest oder immer noch hast. Man denkt über das Wertvolle nach. Es kann sich aber natürlich auch hier, muss man ganz unromantisch dazu sagen, auch um das Thema Finanzen handeln. Die 10 der Münzen ist aber eine Merkur- und Jungfrau-Energie und man denkt hier über eine heilende Kommunikation nach. Man ist sich deines Wertes tatsächlich bewusst. Und hier haben wir den Ritter der Schwerter an der Unterseite. Der Ritter der Schwerter spricht hier natürlich für, also ihr sagt ganz viel Schwertenergie, ei, 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 spricht hier wirklich dafür, dass man kommunizieren möchte. Also man hat auf der Kopfebene die Kommunikation in deine Richtung, aber man ist auch noch, also entweder hat man das Gefühl, gerade nicht mit dir reden zu können, weil du hier wahrscheinlich diese Schwertenergie verkörperst. Man hat Angst vor Konflikten, man hat auch Angst vor Kritik, man hat Angst vor Kälte und Nahbarkeit, na, man hat Angst, abgewimmelt zu werden. Und trotz allem setzt man sich mit dem Thema Kommunikation in deine Richtung auseinander. Was haben wir denn hier aus dem Tarot? Was kommt danach? Was denkt dein Gegenüber? Da haben wir hier den König der Münzen. Ja, hier ist jemand in seinen Wert gekommen. Und ich gehe mal davon aus, dass du das bist. Ne? Zwar ist der König der Münzen aus Stier, Steinbock, Jungfrau Energie. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man hat das Gefühl, du bist sowas von selber in dieser machtvollen Energie, dass man sich tatsächlich nicht an dich rantraut, dass du vielleicht in einer Situation zu stur und verbissen bist. Oder dein Gegenüber, auch Stierenergie, Stier, Steinbock, Jungfrau,
zeigt jetzt Hörner. Man möchte sich durchsetzen. Also es wäre ja auch eine Möglichkeit, also je nachdem, welche Energie da auf dich oder eure Situation zutrifft, beides wäre möglich, ne? Vielleicht auch beides gleichzeitig zusammen. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass man gerade tatsächlich hier in einer sehr konfliktreichen Energie ist, dass hier Dinge auf den Tisch gehauen werden. Stiere sind ja normalerweise, brauchen die, die was sagen, die ausflippen, ne? Aber wir haben ja auch die Venus rückläufig im Löwen und die Venus ist ja auch Herrscher vom Stier. Und es kann wirklich sein, Venus rückläufig geht auch nochmal über die Bücher, prüft in Liebes- und Werteangelegenheiten. Und da kann es natürlich schon auch möglich sein, dass hier deine Stierenergie gerade auf den Tisch hauen möchte. An der Unterseite haben wir nämlich hier das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals geht es darum, hier ein Blatt zu wenden. Man möchte etwas anders machen als bisher. Und es kann wirklich sein, dass man als Stierenergie ja Angst hat, auf dich zuzugehen, weil du gerade, sage ich jetzt mal, diese massive Schwertenergie in dir trägst. Oder wie gesagt, dein Gegenüber hat es, ist hier irgendetwas leid, möchte auf den Tisch hauen, das Blatt soll sich wenden. Eieiei, okay. Was fühlt dein Gegenüber? Was fühlt dein Gegenüber, die Stierenergie aktuell in deine Richtung? Was fühlt dein Gegenüber, die Stierenergie aktuell in deine Richtung? Da haben wir den Mond, das war übrigens auch schon mal beim Widder. Vielleicht hat man ja auch Widder irgendwo noch mit drinne. Man hat hier Ängste, ne? Man hat Ängste. Was haben wir an der Unterseite? Den Narren. Ja, also, ich habe den Eindruck, dass es sich hier um schon Gefühle handelt. Dass man fühlt. Aber mit dem Narren geht es hier darum, dass man zurücksetzt. Dass man schaut, okay. Wie frei bin ich eigentlich? Vielleicht geht es hier in eurer Verbindung um eine Art Befreiungsschlag. Es kann auch sein, dass dein Gegenüber, weil der Narr ist auf der einen Seite zwar diese unbekümmerte Energie, ist für mich so eine Uranus-Energie, aber es ist auch eine plötzliche Energie. Und man darf nicht vergessen, Uranus steht aktuell im Stier. Jupiter ist auch in den Stier gewandert. Das heißt, das Uranus-Prinzip im Stier, je nachdem, welche Sonnenstellung dein Gegenüber hat, erweitert Jupiter ja auch noch das Uranus-Prinzip. Also diese Befreiungsenergie, jetzt zeigt man sich, jetzt wird man öffnet sich. Ich habe den Eindruck, dein Gegenüber sucht hier emotional nach einer Befreiung, was jetzt nicht bedeutet, dass du deinem Gegenüber nicht wichtig bist. Aber man möchte sich aus Ängsten befreien. Man möchte unbekümmerter sein. Man möchte wieder Emotionen leben. Und vielleicht ist eure Verbindung hier entweder schon zu eingefahren gewesen, egal erstmal von welcher Seite. Und man sucht jetzt nach einer neuen Befreiung, nach einer freieren Liebe, nach einer freieren Energie. Oder, und das ist auch interessant, es geht hier um das innere Kind und die frühe Mutter. Es kann auch sein, dass man sich hier aus diesen Energien dieser frühen Ängste befreien möchte. Man möchte frei sein. Einfach frei sein kommt mir hier. Aber wie gesagt, nicht, dass man diese Gefühle nicht leben will. Man möchte sich befreien von alten Ängsten auch. Man möchte hier wieder neues Pfeffer reinbringen. Ne? Neuen Pfeffer, so rum. Jetzt schaue ich hier nochmal aus dem Tarot, was kommt danach? Welche Energien? Was fühlt die Stierenergie in deine Richtung? Der Ritter der Schwerter, hier auch schon der Ritter der Schwerter. Eieiei, was ist denn hier los, ihr Lieben? An der Unterseite die fünf der Stäbe. Naja, und guckt euch das mal an, ja. Na, der Ritter der Schwerter ist hier wirklich, also entweder fühlt man sich hier gerade verletzt von dir oder man selber verletzt sich in dieser Verbindung zu dir, weil man sich ja irgendwie befreien will und auch niemanden verletzen will, weil der Mond steht ja auch für eine gewisse Empathie und Fürsorge und auf der anderen Seite ist man hat das Gefühl, sich verteidigen zu müssen. Der Ritter der Schwerter ist so, das ist für mich auch so eine ganz plötzliche, krasse Energie, passend auch hier zur Uranus-Energie. Plötzlich, unerwartet, forsch. Oder was auch sein kann in Verbindung mit den fünf der Stäben, dass man jetzt hier auch einen Kampf aufgeben möchte. Man möchte sich vielleicht auch nicht mehr wehren. Also hier spielen ganz viele verschiedene Möglichkeiten sind hier da.
Aber es geht, habe ich den Eindruck hier ganz klar bei euch, um Befreiung, um Heilung. Festgefahrene Muster dürfen sich hier definitiv lösen. Und da darfst du schauen und auch dein Gegenüber, wenn dein Gegenüber sich vielleicht auch noch in einer Verbindung befindet, weil wir ja auch die drei haben, wenn da vielleicht auch noch andere Energien mitspielen, da möchte man sich befreien. Und es kann natürlich auch sein, dass dein Gegenüber in deine Richtung diese Freiheit spürt. Also solltet ihr hier in der Dreieckskiste sein, dann verkörperst du emotional das, was dein Gegenüber sich wünscht. Da ist Gefühl da, da ist Liebe da, aber da ist auch die Freiheit da. Man möchte sich, das kommt mir gerade, da möchte sich jemand nicht mehr wehren. Eieiei, was ist denn hier los, ihr Lieben? Man möchte sich nicht mehr wehren gegen die Gefühle. Was kannst du innerhalb der nächsten 4 Wochen von deinem Gegenüber in deine Richtung erwarten? Was kannst du innerhalb der nächsten 4 Wochen von deinem Gegenüber in... Oh, das Ass der Kelche, ihr Süßen. Jetzt haben wir hier wieder keinen Platz. Und die Liebenden, eieiei. Ja, Herzensentscheidung. Also das, was ich gerade noch sagte, da möchte sich jemand einfach nicht mehr wehren. Da möchte jemand in die Freiheit gehen, ne? In die emotionale Befreiung. Was kannst du innerhalb der nächsten 4 Wochen von der Stierenergie erwarten? Ja, hier haben wir den König der Schwerter, klare Entscheidung. Hier ist jemand klar. Hier legt aber auch jemand sein Schwert nieder. Und hier die Königin der Kelche, ein Königspaar, ne? Man trifft sich ja auf einer Ebene, habe ich den Eindruck. Guckt mal, und an der Unterseite die Zusammenkunft. Ich glaube, egal wie es aktuell ist, selbst wenn jetzt sich hier gerade wirklich Konflikte und alles rabbel, ja, irgendetwas, ihr werdet euch hier wieder auf einer neuen Ebene treffen. Hier kommen Entscheidungen. Das Ass der Kelche ist die große Chance auf die Liebe. Entscheidungen. Ne, nehme ich die Chance an oder nicht? Die Liebenden sind Herzensentscheidungen. Hier geht es um ein Königspaar. Man schaut sich hier an. Jeder gibt etwas von seinem ab. Vielleicht warst du, vielleicht bist du eine Königin der Kelche, die zu emotional war, die ständig hier versucht hat, in die Gefühle zu kommen und dein Gegenüber war ja eher sehr analytisch und klar. Und jetzt, der König der Schwerter ist zwar an sich nicht unbedingt die Erdenergie, aber die Schwerter sind auch, die machen etwas auch klarer, analytischer. Die bringt da auch ein bisschen, ja, mehr Wind wieder rein, ne? Also auch passend hier zum Rat des Schicksals. Und die Königin der Kelche ist auch gereift. Also es geht hier darum, es geht um ein Königspaar, was gemeinsam gereift ist. Man hat hier, wir haben hier übrigens auch die 10 der Münzen, sehe ich gerade. Es geht hier um Werte, um gemeinsame Werte. Es geht um Stabilität. Es geht um das Gefühl, angekommen zu sein. Es geht um Wertschätzung. Wertschätzung. Und ich glaube, das bekommst du tatsächlich auch von deinem Gegenüber innerhalb der nächsten 4 Wochen. Zumindest sind diese Chancen hier ganz klar im Feld. Na? Ich lasse jetzt hier mal noch ein, zwei Lenormand-Karten springen, wobei es relativ eindeutig ist. Aber was kannst du denn innerhalb der nächsten 4 Wochen von der Stierenergie in deine Richtung erwarten? Was kannst du innerhalb der nächsten 4 Wochen in deine Richtung von deiner Stierenergie erwarten? So, guckt mal hier, ne? Also hier haben wir ja auch schon mal Emotionen, man hält hier fest, man findet einen stabilen Anker, man setzt einen Anker, ne? Man wird stabil, ähnlich wie hier und hier liegen die Veränderungen. Flexibilität, Veränderung. Ne? Also etwas verändert sich hier, man wird stabiler. Auch wieder das Thema Finanzen, also vielleicht ist es hier wirklich bei euch ein Thema Finanzen, sei es zwischen euch beiden oder hier vielleicht auch noch mit einer anderen Energie, mit einer dritten Energie, die hier eine Rolle spielt. Aber hier geht es darum, einen Anker zu setzen, ne? Also sesshaft zu werden, stabil zu werden. Und doch, und das finde ich auch interessant, das ist hier dieses Stabile, der Anker. Ich habe meine Base, ne? Und die Störche stehen aber auch für Flexibilität. Und vielleicht geht es hier bei euch wirklich gerade darum, das perfekte Gleichgewicht zu finden, ne? Das Gleichgewicht zwischen, ich halte fest, ich brauche die Stabilität, die Beständigkeit und ich brauche aber auch meine Freiheiten. Ne? So.
Botschaften von Herzen. Was wird hier wichtig? Wirf all deine Bedenken über Bord. Lass dich in meine Arme sinken. Ach, ist ja wunderschön. Was haben wir an der Unterseite? Allein die Zeit wird es zeigen. Ja, und ich sage mal, mit den drei der Schwertern geht es ja auch darum, schon auch noch eine gewisse Heilung und hier auch dieses ausgewogene Prinzip. Also ich glaube, bei euch geht es ja ganz viel um ein ausgewogenes Prinzip. Im Bereich der Werte, Finanzen, aber auch im Bereich des Selbstwertes, das Thema Festhalten und Freiheit. Ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich wünsche euch eine zauberhafte Zeit. Bleibt mir alle schön gesund und hoffentlich bis bald. Eure Helene.